Hallo und willkommen zurück, meine lieben Herrschaften, zu meiner 18. Folge. Ich glaube, 18. ist es. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Folge von Imperialism. Seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich tatsächlich Imperialism auch ohne Aufnehmen gespielt, in einem anderen Spiel. Und ich bin auf viele Dinge draufgekommen, die ich vorher nicht wusste. Die ich auch vollkommen falsch gemacht habe in meinem bisherigen Spiel. Das war wundervoll. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel noch retten kann, aber ich werde auf jeden Fall mal bis zum bitteren Ende durchspielen. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal, wenn wir uns anschauen, bevor wir weitermachen. Also ich habe jetzt echt schon lange nicht mehr gespielt. Das waren sicherlich 1,5 Wochen oder so, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Wenn wir uns das da anschauen beim Ding, sind wir noch immer Dritter immerhin bei der Council Projection, also eigentlich gar nicht so schlecht. Das liegt hauptsächlich an unserer Interior Strength, die recht gut ist. Das heißt, unsere Wirtschaft ist relativ gut. Diplomatisch haben wir ein wenig auf die anderen wieder aufgeschlossen, nachdem wir ja einen Krieg geführt haben. Sind diese ganzen kleinen Staaten uns gegenüber eher misstrauisch geworden, was ein bisschen ärgerlich ist. Und das hat ja auch dann dazu geführt, dass Sim vollkommen erledigt wurde von den anderen. Unsere Militärkraft, und das ist ein bisschen erschreckend, ist extrem schlecht. Ich weiß nicht, ob das an den Schiffen liegt oder ob das an unserem Heer liegt oder an beidem. Auf jeden Fall werden wir in den nächsten, also in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen beginnen, Militär aufzubauen, weil ich fürchte fast, dass das Spiel so generiert ist, dass die anderen eher auf den Schwachen losgehen. Und nachdem Sim mein Verbündeter war und Sim jetzt bald nicht mehr existieren wird, nehme ich mal an, kann man davon ausgehen, dass sie als nächstes Opfer mich aussuchen werden? Gruselig. Und keiner von denen will auch mit mir ein Bündnis eingehen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Dafür bin ich einfach zu schwach. Ja, unsere Handelsmarine scheint ganz gut zu sein. An für sich glaube ich, dass unsere Wirtschaft nicht schlecht dasteht. Also was die Welt, was die Exporte in die ganze Welt betrifft, sind wir immerhin Dritter. Unsere Industrie ist die stärkste auf der Welt. Also wir haben die stärkste Industrie und wir haben auch die bei weitem größte Arbeitskraft. Also wir haben überhaupt keinen Arbeitskräftemangel. Das ist sehr gut. Also das ist durchaus, durchaus erfreulich. Overseas Profits haben wir nicht so gut. Ich muss zugeben, das war einer der großen Fehler, die ich begangen habe. Also ich habe viel zu spät bin ich drauf gekommen, wie das überhaupt funktioniert. Ich hätte viel, viel mehr gute Regionen kaufen können, wenn ich das von Anfang an bedacht hätte, wie das funktioniert. Aber gut, ich meine, jetzt ist der Schaden eh schon angerichtet, jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Und unser internes Transportsystem ist auch das größte auf der Welt. Das heißt, industriell stehen wir recht gut da eigentlich. Aber militärisch sind wir ein bisschen marod. Okay, schauen wir mal an. Schauen wir mal gleich unser Transportwesen an. Also wir sehen hier Kohle, transportieren wir 12. Wir könnten noch mehr davon brauchen. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns an. 1898 brauchen wir zu essen. Wie viel Essen haben wir denn eingelagert? Haben wir gar nicht so viel. Wir sollten mehr Essen auch transportieren, weil wenn wir Leute ausbilden, kostet das alles Dosen, also Konserven. Und Konserven haben wir nur noch 23. Also so viele sind das jetzt nicht mehr. Na gut, aber wir haben relativ viel Geld, das heißt, wir werden auch recht gut und recht einfach Militär ausheben können. Was ich in dem anderen Spiel, das ich gespielt habe, draufgekommen bin, was wirklich gut sind, sind diese Sharpshooters und die Scouts. Die sind ganz, ganz wichtig im Kampf gegen die anderen, weil dadurch
können wir die gegnerischen Artillerien relativ gut umgehen. Die sind nämlich recht unanfällig gegenüber diesem Artilleriebeschuss, alle beide Einheiten. Und zusätzlich sind sie relativ schnell, das heißt, sie kommen recht früh dran, das heißt, sie bewegen sich, ziehen das Feuer auf sich. Und dann kann unsere eigene Artillerie, das ist die, das sind diese Truppen hier vor allem, die wir hoffentlich bald zu besseren Artillerien ausbilden können. Also diese leichte Artillerie ist vor allem sehr wichtig. Die werden wir dann verwenden, um so richtig Razzuf zu machen gegen unsere Gegner. Die gemeinsam mit diesen beiden, also mit den Scharfschützen und den Scouts, sind ein echter Hammer. Außerdem werden wir versuchen, noch ein paar Grenadiere und auch dann die nachfolgenden auszuheben, weil die sind dann für den Fall, dass es sehr, sehr viele Gegner sind, sind die wichtig, um unsere Artillerie zu schützen. Jo. Das war es schon im Großen und Ganzen. Also wir werden jetzt vor allem einmal relativ viele Leute ausheben in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren. Und die werden wir hauptsächlich, also wir werden auch teilweise diese Leute zu Meistern machen, die wir dann in der Industrie einsetzen können. Aber viele von denen möchte ich einfach zu Soldaten umwandeln. Das wird wichtig sein. So, außerdem werden wir, vielleicht warten wir da aber auch noch auf die Ironclads, die sind wahrscheinlich etwas stärker. Außerdem würde ich ganz gerne da noch ein oder zwei Kampfschiffe bauen. Das hilft auch. So. Sowas brauchen wir auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall ausbauen. Nur 14. Da haben wir 8. Das heißt, wir brauchen 16. Das heißt aber, mit 14 sind wir genügend, weil wir transportieren auch 3. Wir transportieren auch 3 Wolle her. Das heißt, wir können, indem wir 18 hintransportieren, können wir 9 Stoff erzeugen. Oh, das ist zu wenig. Deswegen ist das rot. Jetzt können wir 10 Stoffe erzeugen. Sind 13 Stoffe, die wir hätten pro Runde, die wir selbst erzeugen. Das heißt, wir müssen pro Runde um 3 Stoffe noch, nicht 3 Stoffe, entweder 3 Stoffe kaufen oder 6 Wolle, damit wir weiterhin so viel produzieren können, damit das da passt. Aber wir werden natürlich auch vor allem die Kapazität hier erhöhen, weil ihr seht ja, wir haben Wolle noch. Also 4 Wolle können wir ja noch aus unserem eigenen Land herbringen. Und das würde dann helfen quasi. Das würde dann helfen quasi, dieses Problem etwas zu lösen. So, wir haben noch 6. Noch 6 hier. Da sind wir voll, da sind wir nicht voll. Da brauchen wir so noch eins. Das machen wir so. Dann haben wir noch einen übrig, den wir nicht hier einsetzen können. Nicht hier, nicht hier, nicht hier. Der bleibt uns übrig. Das ist ärgerlich. Noch ein Grund mehr davon herzubringen. Wie viel brauchen wir da? Derzeit 16, 32 Holz brauchen wir hier. Puh, da müssen wir auch kaufen Holz. Haben wir da zwei weniger. Und da eins mehr. Also, warte, 18, 9, 9 haben wir jetzt. Das heißt 20, 10, 10.
Ja, ganz praktisch vielleicht. Da noch eins weg. Weil Holz können wir auch kaufen. Das können wir nicht kaufen, das müssen wir hertransportieren. Wir brauchen aber mehr Nahrungsmittel, damit wir brauchen einen Überschuss an Nahrungsmitteln, Konserven bauen können, und Konserven brauchen wir wiederum, um neue Leute zu rekrutieren. So, 6 davon. Machen wir 10 davon. Tools haben wir keine. Waffen möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Die bringen zwar recht viel Geld, aber wir produzieren so wenig. Also wir wollen ja jetzt hauptsächlich Truppen bauen. Das heißt, wir werden Waffen brauchen. Gut. Derzeit brauchen wir keine Kohle und kein Eisen. Was wir aber machen könnten, wären ein paar Pferde verkaufen. Sagen wir mal, 3 Pferde versuchen wir, oder 4 Pferde versuchen wir zu verkaufen. Ja, Baumwolle wäre super, wenn wir kaufen können, weil davon, das ist saubillig. Und auch Stahl will ich möglichst kaufen, weil Stahl produzieren wir auch einfach zu wenig noch. Wir haben zu wenig Eisen im Land. Gut, ja, wie schon gesagt, keiner mag uns, außer natürlich unsere kleinen Staaten, vielleicht ein wenig. Und wir haben da jetzt auch überall so ein wenig hergegeben. Vielleicht will Hurschen jetzt ja doch in unser Empire. Das wäre ganz toll. Das wäre ganz, ganz toll. Dann würden sie nur noch an uns verkaufen, nämlich. Weiß ich nicht, ob sie es jetzt machen werden. Gut, dann schauen wir mal, was nächste Runde passiert. Oh, Hurschen bietet uns. Purchase recommended, industry needs more cotton. Ah, Hurschen hat angenommen. Das ist gut. Burschen hat angenommen, hoffe ich doch, oder? Ja, auf jeden Fall sollten wir das da kaufen, weil sonst bietet uns keiner da was an. Oh, Kessel bietet uns auch an, na super. Wo ist Kessel? Das steht hier nicht. Ich finde das super. Ah, vielleicht haben wir da diese Gebiete einfach gekauft und das wird das gar nicht am Weltmarkt angeboten. We have an embassy with Castle. Wir haben noch 11 und wir brauchen aber auch Holz. Da bieten sie uns auch 4 an. Okay, dann nehmen wir nur 2. Da haben wir auch eine Embassy. Dann nehmen wir nur 1. Hurschen is our colony. Thus we do not need to trade with them. Okay, dann rejecten wir. Kessel 4, ja, das nehmen wir. Nehmen wir auch. Sehr gut. Das heißt, Hurschen hat angenommen, endlich. Ich glaube, die haben wir viermal gefragt, bevor sie uns angenommen haben. Hey, Your Excellency, I'm pleased to report that Hurschen has erected a monument as a token of their gratitude for being allowed to join our empire and has contributed to clipper ships, adding 8 units of capacity to our merchant marine. Ah, sehr gut, sehr gut. Handelsmarine ist eh gut, dass wir ein bisschen dazu kriegen, weil wir produzieren jetzt so große Mengen schon, dass es durchaus Sinn macht, hier größere Mengen transportieren zu können. Und wir haben noch einen General gekriegt. Generäle bin ich drauf gekommen und machen Folgendes, wenn die in der Truppe sind, sie können dazu beitragen, dass die Leute weniger Moral verlieren. Das ist sehr gut. Und congratulations, Your Excellency. Your wise industrial policies have spurred the growth of the hamlet of Vavona into a village. Juhu! You will see the new materials produced there on the transport ledger. Okay. Finde ich gut.
Also, wir haben einen Haufen neue Truppen. Your Excellency, the great power of Patagon has become the most favored trade partner with the minor nation of Xinlu. Warum? Subsidies and frequent trade deals would help us regain our former lead. Okay. Können wir ja tatsächlich machen. Gut. Also, Huschen ist jetzt ein Teil unseres Reiches. Aber, auch da bin ich drauf gekommen, obgleich sie ein Teil unseres Reiches sind, heißt das nicht, dass wir dort irgendwas machen können. Also wir können nur mit unseren, wir können das so weitermachen wie bisher. Das heißt, wir können dort Sachen kaufen und auch verbessern. Aber, und das bringt uns natürlich auch was, aber wir können dort keine Infrastruktur bauen. Das bauen die quasi selber. Ist aber okay. Kohle haben wir ja von dort, können wir ja von dort jetzt jederzeit kaufen, wenn wir es brauchen sollten. Aber Kohle ist ja nicht ganz das Problem. Außerdem könnten wir jetzt, sollte es Gebiete geben, die vorher von unseren Konkurrenten gekauft wurden, die könnten wir jetzt kaufen. Die sind nämlich enteignet worden dort. Das ist mir im anderen Spiel extrem häufig passiert, dass mir irgendjemand irgendwie das weggenommen hat und dann mich enteignet hat. Das fand ich nicht so lustig. Na gut, wo ist denn der Prospektor? Hier. Gibt es irgendwelche Gebiete, wo wir noch nicht uns das angeschaut haben? Das Camp. Xinlu. Ach wie. Ah, da gibt es noch ein Gebiet. Idolon. Okay, da haben wir offensichtlich keinen. Ja, da können wir hergehen. Jo, Xinlu, haben wir schon alle möglichen Sachen gekauft. Ja, da bin ich auch drauf gekommen, ist, glaube ich. Es macht, glaube ich, Sinn, tatsächlich alles zu kaufen, was man kaufen kann. Bezüglich dessen. Ich habe mir ein anderes Let's Play angeschaut, der kauft nur die wichtigsten Sachen. Aber um ehrlich zu sein, das ist auf Zeit gesehen extrem wichtig, dass man da mehr oder weniger alles einfach kauft, was nur geht. Weil es bringt alles Gewinn, egal ob man das selber kauft oder nicht, aber es bringt halt einen Gewinn. Und sobald man das Gebiet gekauft hat, bringt es auch einen Gewinn. Bringt vielleicht nicht perfekt viel, aber über die Zeit läppert sich das dann schon. Und ihr seht, wir haben 36.000 Dollar derzeit parat. Das ist schon ganz okay. So, schauen wir mal. Wer sind da überhaupt alle jetzt mit mir verbündet? Eigentlich eh alle auf der Seite. Das heißt, wir können bei allen einkaufen. Auch bei Issa. Ich glaube, da gibt es einfach auch nichts mehr zu kaufen. Ja, haben wir Pech gehabt. Geht echt nicht. Oh, da kann man nichts mehr kaufen. Da sind wir wahrscheinlich rausgeworfen worden. Kann das sein? Ja, in Wodan haben wir keinen Dings mehr. Die sind Teil von Deneb geworden. Ist das arg? Deswegen können wir dort nichts mehr kaufen. Also mit Idolon. Ja, aber Idolon würde noch gehen. Das heißt, wir werden in Idolon einfach eine Embassy auch reinbauen. Wir haben es ja. Und in 5%. Und diese 1000 Gold, also diese 1000 Dollar, die wir da jedes Jahr gegeben haben, jedes Quartal gegeben haben, die fallen jetzt weg. Das heißt, die können wir jemand anderem geben. Ich überlege gerade, ob wir die Zinlo geben sollen. Werden wir vielleicht machen.
Und vielleicht gehen wir Issa auch gleich welche. Was soll's? Wie schon gesagt, wir haben relativ viel Geld und wir wissen eh nicht, was wir mit dem Zeug anfangen sollen. So, ha, das ist gut. Mehr Stoffe, das heißt, ich brauche nur einen Stoff transportieren. Das erspart es mir zwei Wolle zu transportieren. Außerdem machen wir da wieder. Ah, okay, geht nicht. Machen wir da auch höher, weil wir wollen ja auch mehr. Oh, nein, 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 Mist. Haha, wir haben doch Holz, also Bretter, die wir transportieren können, das ist auch sehr gut. Gut, dann machen wir mal eine leichte Artillerie und machen wir noch einen Scharfschützen und die zwei, die da noch übrig sind, machen wir dazu. Fertig. Produzieren wir mal voll. Produzieren wir sowieso schon voll. Ah, wir haben keinen Stahl gekriegt. Wir brauchen Transportkapazität. Das ist sehr ärgerlich. Alles so. Wir haben sogar noch einmal zwei mehr. Gut, nehmen wir noch einmal zwei. Also wäre schon irgendwie schön, wenn wir Stahl kaufen könnten. So, das eine Tool verkaufen wir auch. Es wäre schön, wenn uns irgendjemand Stahl anbieten würde. Mal abgesehen davon, dass das irgendwelche Industrienationen wären und wenn sie uns Stahl verkaufen, steigt dann unsere Freundschaft mit ihnen. Weil sie das ja mögen, wenn wir von ihnen was kaufen. Ja, Sim ist schon ziemlich hinüber. Hat nur noch seine Hauptprovinz. Na gut, machen wir nächste Runde. Ocean bietet uns wieder 9 an. Wir werden aber nicht die ganzen 9 nehmen, sondern wir nehmen nur 4 mal. Sinlo ebenfalls. Das rejecten wir wieder. Kessel. Sinlo. Sehr gut. Wir haben sogar Pferde verkauft. Schau, schau. Sehr gut, sehr gut. Und wir sind wieder auf 37.000. Also wir machen jetzt jede Runde einen Gewinn von 15.000, 16.000. So viel können wir gar nicht ausgeben, wie wir Gewinn machen. Gut, und nochmal zwei Truppen. Eine Botschaft in Idolon. Patagon ist short on horses. Patagon braucht Pferde, ne? Dann sollen sie das kaufen bei uns. Wir haben sie ja. Der macht mal nix. Oh, da ist ein Ingenieur in Ostern. Ah, der hat eine Befestigung gebaut, nicht wahr? Gut. Wie machen wir das jetzt im Partner? Nee. Da brauchen wir eigentlich nichts. Um ehrlich zu sein, ich wüsste jetzt gar nicht. Also wir könnten natürlich dann da einen Hafen herbauen. Ja, der bringt zwar nichts, aber Patni wird verbunden. Das kostet Geld, aber wie schon gesagt, Geld ist ja jetzt nicht das Problem. Gut, der hat dabei nichts zu tun. Wir haben hier einen Haufen Truppen. Ah, es gibt auch Truppen, die wir ausbauen können. Auch das habe ich das letzte Mal noch nicht gewusst. Wenn man Truppen hat, die
aufgerüstet werden können, also zum Beispiel die Husaren können zu den Scouts aufgewertet werden, dann kann man das über diesen Button hier machen. Allerdings kostet es Geld und Rüstungsgüter haben wir ja in dem Fall. Kann man das auch gleich? Nein, wir haben zu wenig Waffen. Das heißt, dadurch werden die Leute auch stärker. So, die werden auch befestigen hier. Ah, in Hurschen haben wir da auch eine Gruppe von Leuten. Ja, die befestigen auch gleich. Die haben wir auch geschenkt gekriegt. Gut. Sommer 22 und 11 hier. Passt, passt. Oh, haben wir jetzt überhaupt noch Waffen? Ja. Einen können wir noch bauen. Bauen wir so einen. Dann den bauen wir aus und die zwei bauen wir auch aus. Und dann werden wir gleich noch einen zumindest rekrutieren. In der nächsten Runde werden wir dann noch einen Scharfschützen oder einen Husaren bauen. Ja, leider. Mist. Waffen brauchen wir aber auch. Leider. Leider muss man da immer irgendwelche Abstriche machen. Man kann nie alles bauen, was man gerne bauen möchte. Vielleicht sollten wir versuchen, das auszubauen. Da brauchen wir definitiv mehr Stahl. Vielleicht verkauft uns irgendjemand jetzt Stahl. Dann können wir es nächste Runde machen. Okay, es bleiben uns zwei Arbeitskräfte übrig. Da kann man jetzt nichts machen. Eigentlich könnte man alles verkaufen, was wir hier haben, weil, um ehrlich zu sein, Ja, das lassen wir so. Da gibt es auch nichts zum Sehen. Schauen wir mal, ob sich beim Status was geändert hat. Bei der Militärmacht, naja, wir sind noch immer die zweitschwächsten, also mal abgesehen vom Team. Puh. Wir müssen weiter herbauen. Das passt schon. Machen wir. Hurschen 9, da brauchen wir nur 4. Except, Zinlo. Schreiben wir natürlich auch mehr Holz und wir haben wieder zwei Pferde verkauft, aber keiner verkauft uns Stahl, das ist sehr ärgerlich. Grenadiere. Exciting new technologies are available from which we could benefit with millions more. Oh. Wir haben offensichtlich irgendetwas noch nicht gekauft von den Technologien. Ja. Dann schauen wir das doch glatt an. Ah. Okay. Ja, das machen wir doch glatt. Damit können wir durch Berge, also durch Hügel fahren. Und. So, kann man das so anlegen. Richard Trevithick's work with high-pressure steam opened the door to build a compound steam engine that allowed greater expanding of the steam without increasing the temperature in the cylinder. When Arthur Wolff built such an engine with two cylinders in 1811, a 50% savings in fuel consumption occurred. Okay.
effizientere Maschinen, effizientere Dampfmaschinen. With this technology, engineers may build railroads. Ja. Okay. Kaufen wir eh schon. Hast du nichts gefunden? Das habe ich mir fast gedacht. Erdöl zu entdecken wäre jetzt ganz schön, weil dann könnten wir die ganzen Sümpfe auch anschauen. So, ich glaube, bei denen haben wir jetzt eine. Oh, super, zu spät. Die haben schon das einzig brauchbare Feld gekauft, was die haben. Diese Kröten. Wer ist blau? Mal daher. So, bauen wir doch glatt einen Hafen. Weil da ist dann unsere Stadt drinnen und die wird dann auch ausgebaut. So, der Miner macht nix. Du gehst mal wieder zurück, weil ich habe da oben noch ein Feld gesehen, das keinen Level 1 Ding hat. Ja, noch so etwas. Ich bin drauf gekommen. Es macht Sinn, zuerst alles auf Level 1 auszubauen, bevor man mit Level 2 anfängt, weil Level 1 kostet 100 Dollar. Der Ausbau Level 2 kostet dann Tausender. Das heißt, das ist doch schon um einiges teurer. So, ihr macht einmal das, weil ich würde ganz gerne auch noch ein Brett zum Heimtransportieren. Sehr gut. So, wie viel brauchen wir denn schon? 18,99 und wir haben 22,11,11. Das ist sehr gut. Das heißt, wir transportieren für zwei Mal Dosen produzieren, Essen nach Hause. Jetzt sind wir damit den Schafen wieder durch, voll. Kohle. Gut, ich habe gesagt, wir machen einen davon. Ah, die kosten ja zwei. Ärgerlich. Gut, aber die zwei werden wir jetzt trotzdem nicht verbrauchen. Die werden wir nicht so meistern machen, weil wir haben eh zurzeit zu viel Arbeitskräfte. Die wir nirgends einsetzen können, weil wir zu wenig Stahl haben. Durch das wenige Stahl können wir auch keine Fabriken ausbauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Es wäre schon irgendwie schön, wenn uns jemand Stahl schenken würde. Oder zumindest verkaufen würde. Ah, ja, falsch. Das wollen wir machen. Ja, die Stahlpreise sind eh schon so hoch und trotzdem verkauft es uns keiner. So, ich glaube, die halbe Stunde ist schon langsam vorbei. Wahrscheinlich schon um einiges mehr. Irgendwie habe ich mir hier keinen Wecker gestellt. Das ist nicht gut. Das heißt, an dieser Stelle, oh, wir werden noch Ende der Runde machen. Nein, an dieser Stelle hören wir auf für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Kommt gut heim oder macht sonst irgendetwas. Und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen wieder oder morgen eigentlich. Bis dann.